Und jetzt um 7 vor 7 schauen wir auch mal aus der Vogelperspektive aufs Heilbronner Unterland. Und also ich würde mal sagen, Sommerwetter sieht ein bisschen anders aus. Also gerade ist es ja eher so grau in grau, dazu dann immer wieder Regen. Und wer hier gerade Urlaub macht, der hat sich das Ganze vermutlich etwas anders vorgestellt. Unser Wetterreporter Michael Kögel war heute im Sperrfechter Freizeitpark Ödheim unterwegs. Und dort hat er herausgefunden, von schlimmen Unwettern sind hier zwar alle noch verschont geblieben, aber hin und wieder, da kann es trotzdem ganz schön unangenehme Überraschungen geben. Die Regentonnen sind voll, von Sonne keine Spur. Angeln, baden, campen, dafür kommen die Urlauber nach Ödheim. Die Leute sind nicht aus Zucker, heute Morgen aber kaum zu sehen. An so einem Tag jetzt wie heute, wo der Himmel so verhangen ist, dann dauert es so ein bisschen, bis die Camper in die Gänge kommen. Da drehen die sich lieber nochmal um, haben ja alle frei, haben ja alle Urlaub. Kann man ja verstehen. Aber an anderen Tagen, wenn dann wirklich die Sonne scheint und der Planet sticht, dann geht es hier zu wie einem Bienenstock. Dann sind sie morgens alle schon wach und wollen möglichst viel vom Tag auch haben. Und auch von der heutigen Nacht. Denn der Himmel ist oft sternenklar. Die Temperaturen mit 17 bis 12 Grad lau. Stellenweise bildet sich in der Früh Nebel. Erst später ziehen in Baden Wolken auf. Ödheim und seine riesige Campinganlage sind von den letzten Unwettern verschont geblieben. Gestern war es allerdings für manchen nicht ganz ohne. Und vor allen Dingen, gestern Abend hat unsere Markise die Sturmerprobung durchlebt. Denn es war ja sehr windig und wir waren nicht hier, sondern wir waren bei Bekannten hier im Ort. Und ich habe gedacht, ob das so alles hält. Haben Sie denn in Sachen Unwetter auch schon mal was richtig Blödes erlebt? Ja, das war blöd, als vor 5 Jahren der Kocher über den Ufer getreten ist nach einem Starkregen. Und dann wurde dieser Platz hier evakuiert, weil wir knietief durchs Wasser warten mussten, um hier den Platz verlassen zu können. Und da fühlte ich mich nicht gut. Klar, denn die Anlage liegt direkt an der Kocherschleife. Bei Starkregen und Hochwasser kann es wie 2016 also brenzlig werden. Der Kocherpegel geht heute zwar zurück, aber der hat schon ordentlich Wasser drin für den Juli. Aber also Gefahr ist das jetzt noch lange keine. Das ist überhaupt kein Thema. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Auch für die Umgebung nicht, und auch bei uns im Platz nicht. Ja. Aber klar, für den Sommer. Morgen kommt allerdings wieder von oben einiges dazu. Wer im Wohnwagen oder Wohnmobil schläft, ist sicher. Wie ist denn das im Zelt bei Gewitter und Unwetter? Also ich wollte da nicht drin sein. Ja gut, bei Gewitter kann ich in dieses in diesen Unterstand gehen, aber bei Regen, das macht mir nichts. Ja, da liege ich in meinen Schlafsack und penne halt. Nebenan hat in diesen Thuja-Baum vor Jahren der Blitz eingeschlagen und er stand in Flammen. Also Obacht. Was macht ihr denn, wenn jetzt Unwetter drohen? Gebt ihr dann irgendwie eine Warnung raus an alle oder ist sich da jeder selbst überlassen? Na, also im Endeffekt ist es schon so, dass viele mittlerweile mit Wetter-Apps und so weiter arbeiten. Wir haben in Waschhäusern einen Aushang drin, quasi, wie verhalte ich mich richtig. Gerade auch für die Zeltcamper, dass die wirklich dann auch Schutz suchen sollen, nicht im Zelt bleiben. Isabel Kummer ist in Sachen Unwetterkummer gewohnt. Deshalb ist das Mädchen für alles im Sperrfechter Freizeitpark auch immer auf Hab-Acht-Stellung. Gerade in dieser Woche wieder. Am Mittwoch ist es im Nordwesten trocken und freundlich. Sonst kann es bei 22 bis 25 Grad jederzeit regnen. Am Donnerstag steigt die Unwettergefahr. In der schwülen Luft bilden sich heftige Schauer und Gewitter. Lokal drohen Starkregen und Hagel.